Wilhelm Konrad Röntgen war ein berühmter deutscher Physiker. Er erfand 1895 die nach ihm benannten Röntgenstrahlen. Diese Röntgenstrahlen werden heute ganz selbstverständlich in der Medizin, im Sicherheitsbereich am Flughafen oder beim Zoll eingesetzt. Bis heute verwenden wir aufwendig animierte 3D-Grafiken für einen Kompetenztechnologietransfer. Doch nun ändert sich alles. Jetzt generieren wir Augmented Reality, die erweiterte Realität. Wir benutzen die erweiterte Realität schon eine ganze Weile und die ersten Feedbacks sind großartig. Gerade für die Technik, ja, erstmal für die Schlosser, Mechaniker, wunderbar, weil man kann wirklich schnell mal an irgendwas ran. Man kann den Kunden zeigen, von der Werkstattannahme, den Kunden nachher zu zeigen, warum es so lange gedauert hat, warum es Geld und Zeit kostet. Also es ist eine super Sache, finde ich, weil man kann den Azubis detailliert zeigen, wo das Bauteil sitzt, wie es aufgebaut ist. Und man kann sich sogar dann noch, wenn es dementsprechend eingepflegt ist, auch die Daten rausholen, ob es Kampagnen sind, technische Daten, Anzugswerte. Den Vorteil sehe ich daran, dass man halt wirklich viel Zeit sparen kann, was den Trainer betrifft. Man kann viel innovativer rangehen an die Sache, indem man mehr Diagnosen macht, stärker die Konzentration auf die Dinge herbringt im Training, die hinterher wichtig sind für die Werkstatt und erschlägt viele Dinge im Vorfeld, die man früher langwierig und mit viel Zeitaufwand abarbeiten musste. Es ist einfach der Vorteil mit diesem System, dass man die neuen Mitarbeiter oder auch Lehrlinge einfach schnell und gründlich an die Fahrzeuge heranbringt und ihnen die Möglichkeit gibt, mit den Fahrzeugen virtuell zu arbeiten. Ich finde es für einen kompetenten Mitarbeiter auf jeden Fall große Hilfe in der Diagnose und als Ergänzung zur normalen Aus- und Fortbildung eine gute Sache auf jeden Fall. Während dem Einsatz der Tablets im Training kommen täglich neue Ideen zur Nachhaltigkeit, Effizienz oder zum Kompetenztransfer zustande. Für die Zusammenarbeit mit dem Kunden wäre es schön, wenn ich dann bei großen Reparaturen, die ich dem Kunden den technischen Mangel etwas erklären könnte. Dass ich dann bei einem Schaden ins Bauteil reinzoomen kann und ihm erklären kann, was kaputt ist, warum es gewechselt werden muss. Ich finde den Vorteil, wenn ich das Bauteil anleuchte, dass ich eine Information bekomme, was dieses Teil macht. Das sparten wir natürlich die Zeit, später in Impact nachzulesen, was macht dieses Bauteil eigentlich. Und das finde ich klasse. Ich denke mal, wenn wir es schaffen, hier vielleicht noch Impact und Tech-Tool in das System hier mit einzubinden, hätten wir auf jeden Fall einen riesen Vorteil. Im Gegensatz zu unseren Mitbewerbern, die so ein System natürlich nicht haben. Und dann wären wir absolut die Nummer 1.